Medien berichten zufolge verbringt die beliebte Schauspielerin einen großen Teil ihres heutigen Ehrentages im Flugzeug, nämlich von der Reise aus den USA, wo sie gedreht hat fürs Traumschiff, zurück nach Deutschland für einen kurzen Zwischenaufenthalt, um dann direkt weiterzufliegen nach England für eine Verfilmung von Rosamund Pilcher. Ja, das nennt man viel beschäftigt und das ist sie nach wie vor, heute noch eine der meistbeschäftigten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum. Du, Melissa, bei Don nimmt's immer kein Ende. Bleibe nicht länger, als es dir gefällt. Was ist passiert? Ist Ihnen die Tote bekannt? Das ist meine Frau. Ruth Maria Kubitschek wurde am 2.8.1931 in Komotau in der heutigen Tschechoslowakei geboren und bereits im Alter von 4 Jahren wusste sie, dass sie Schauspielerin werden möchte. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges floh sie mit ihrer Familie nach Köthen und in Halle an der Saale und Weimar studierte sie Schauspielerei. 1959 blieb sie nach einem Theaterengagement in Westdeutschland, wo sie zunächst ebenfalls eine Vielzahl von Theaterauftritten absolvierte. Einem breiten Publikum wurde sie 1966 durch die Fernsehrolle im Francis Durbridge-Krimi Melissa bekannt. Seit ihren Auftritten in Monaco, Franze, der ewige Stenz mit Helmut Fischer oder aber Kir Royal und das Erbe der Guldenburgs ist sie eine der beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Unseren herzlichen Glückwunsch an Ruth Maria Kubitschek.